Jetzt haben wir auch die Frostnofer, den Frostnoferstein. Falls wir mal mehrere Gegner haben, können wir den benutzen. Auf der mittleren Maustaste. So, sieht man da unten nochmal. Da ist der andere Stein drin. My mana is spent. Oh oh, haben wir dann... Oh ne, doch nicht, doch kein Schild, schade. So, oh, Kisten, Fässer. Alles aufmach. Oh, Banditen, okay. Scheiße. Statt mich soll die Banditen vielleicht mal die Zombies angreifen, das wäre vielleicht ein wenig produktiver. Oder können die zusammen? Naja, keine Ahnung. Obwohl, die sehen auch ein wenig vermodert aus. Oh, das waren glaube ich auch Zombies. Naja, keine Ahnung. Oh, jetzt werfen die schon Dolche oder was auch immer. Und da merkt man schön, mit der Zweitwaffe regenerieren wir Leben. Deswegen sind wir noch voll. So, keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich schnetzel mich einfach mal durch hier. Jawohl. So. Und der Stein hat wieder ein... Oh, das ist der andere. Der mittlere, 3 bis 5 Cold Damage hat er gehabt. Und was hat er jetzt? 4 bis 6, okay. Level up. Wo bin ich zu Hause? Achso, hier. Dann mache ich jetzt mal die Mana-Regeneration. 40% Mana-Regeneration. So. Okay. Eine Portalschriftrolle. Damit kommen wir back to town. Small life flask. Was haben wir da? Chains to block 28, Armor 8. Armor. Oh, da haben wir ein Schild. Armor 8 hat der Helm, der hat auch 8. Okay. So, dann haben wir doch ein Schild. Aber die andere Waffe war doch nicht so schlecht, weil damit regenerieren wir Leben. Oh, da habe ich einen Ring. 1 bis 4 Physical Damage, okay. Iron Gauntlets. Oh, da brennt's. Uiuiui. Wortwörtlich. Oh, noch ein Schild. Ach Quatsch, das ist ja. Ach Quatsch. Den haben wir ja abgelegt. Und da haben wir Armor 6. Okay, besser als nix.
Armor 6 ist besser als nix. Oh, uiuiui. Eine Chest. I am no beast of burden. Aber ich bin jetzt voll. Also Inventar ist voll, nicht ich. Dann hau ich mal die Schriftrolle rein. So. Mal gucken, wenn wir da das Zeug verkaufen, bekommen wir natürlich selten Sachen. So. Jetzt bekommen wir da mal Scroll of Wisdom. Ah ja, okay. Da bekommen wir so Fragmente, um so eine Schriftrolle zusammen zu bekommen. Und jetzt haben wir schon eine ganze. Okay. Mhm. Ach, bei der auch? Hm. Das ist wohl je nach Itemart immer unterschiedlich. Null Charges. Nochmal gucken. Naja, ne, nix. Nix. Da gibt's nix und dann. Crap, crap. Geh doch aus dem Feuer raus, Horst. So. Oh, ein Magier. Oh, scheiße. Scheiße. Der teilt ja ganz schön aus. Ich schaue erstmal, dass ich die Trash-Mobs da wegmache. Ich hab'n umkauen. Ich hab'n umkaut. Mal gucken, wie sieht denn das aus? Optisch 6. Voll, den ganzen Scheiß kann ich ja mal. Energy Shields 11? Energy Shield. Geil, da bekommen wir dann ein Schild. Das ist ja auch mal was Geiles. Boah. Ey, da hinter dem Spiel steckt ja echt Innovation. Und nicht einfach mal so billig nachgemacht. Das ist ja echt Innovation hinter dem Spiel. Armor 9. Die identifiziere ich mal. Increased Evasion Rating. 6 to Lightning Resistance. Increased Block and Stun Recovery. Elementarschaden erhöht, wahrscheinlich für die Magierin. Ah.
refills as you kill Monster. Also wenn ich Monster töte, dann werden die Mana-Flaschen und so wieder aufgeladen. Interessant. Obwohl ziehe ich jetzt lieber das an. Armor 15 und das hat 11, aber das hat, ne, das hat überhaupt keine Armor, bloß ein Schild. Naja, das sehen wir ja dann. I am no beast of burden. Und schon wieder voll. Oder muss ich die da reinziehen, dass sie voll werden? Ich denke mal schon. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich denke mal, wenn man die Flasche da unten reinzieht und kämpft, dann füllen sie sich wieder auf. Ja, da hat es gerade ein bisschen aufgefüllt, haben wir gesehen. Okay. Also im Kampf füllen sich die Dinger wieder auf. Gut zu wissen. My mana is spent. Oh, eine Portal Scroll. So, da haben wir nix. Wir suchen ja nach echten Schiffwrack. Und medizinischen Gütern. Crap, crap. Oh, da geht's auch weiter, aber ich mache erstmal die da weg. Ah, da haben wir so Spucker. Oh, wieder ein Level Up, habe ich gar nicht mitbekommen. Bekommen wir die Werte eigentlich automatisch dazu? Intelligenz und so? Keine Ahnung. 10 zu Intelligenz, aha. Elementar Damage erhöht. Increase Physical Damage. Plus 10 zu Stärke. Melee Physical Damage. Stärke. Wenn wir dabei das gehen. Shield Block Chance. Death Damage. Body and Soul Increase Armor. Oh, cool. Swashbuckler Increase Physical Damage with One-Handed Melee Weapons. Was nehme ich denn? Increase Radius of Area Skills. Increase Area Damage. Plus 10 to All Elemental Resistance. Increase Elemental Damage. Jetzt will ich mal kurz gucken. Ist das Element Cold Schaden? Ist es Elementarschaden? Ist halt jetzt die Frage. Aber Eis ist doch ein. Frost ist doch ein Elementar. Dann denke ich mal schon Elementarschaden. Aber ich mache erstmal. Ja. Dann mache ich mal erstmal Intelligenz für mehr Mana. Man weiß ja nie. Oh, eine Small Life Flask. Dann tue ich da mal noch eine Life Flask rein und dass ich lieber wegen mehr Lebens. Ah, ja. Wischer, lieber mehr Leben als Mana. Ich glaube, damit bin ich auf der sicheren Seite.
Entering Mute Flats. Okay. Aber da tut sich nichts. Arrow fail to join any instances.